Also was für mich besonders spannend ist zu erleben, gerade jetzt, wo wir die Doktorierenden der zweiten Generation beobachten können, die seit 2 Jahren an der Graduiertenschule des IASCH sind. Also das Spannendste für mich ist die Entwicklung der Projekte. Also ich habe sie ja von den allerersten Projektskizzen bis zu Vorträgen, die sie jetzt in ihrer nach 2/3 ihrer Mitgliedschaft in der Graduate School vorgestellt haben. Und ich glaube, dass da eine unglaubliche Bereicherung stattgefunden hat. Also dass von sehr eng gefassten und teilweise noch auch begrifflich sehr unsicheren Projekten eine unglaubliche konzeptionelle Schärfung stattgefunden hat. Dass man merkt, dass dieser interdisziplinäre Austausch auch zu einer Erweiterung des Horizonts führt. Also ich glaube, für die wissenschaftliche Entwicklung ist es eine sehr positive Sache. Und ich denke, was auch sehr wichtig ist, ist die Sozialisation in die wissenschaftliche Gemeinschaft. Also die Doktoranden lernen voneinander und auch von den verschiedenen Gastdozierenden, von den Dozierenden der anderen Fächer an der Uni Bern, wie man sich bewegt in der Wissenschaft, wie man auftritt, welche anderen Faktoren wichtig sind. Und ich glaube, egal welchen Weg Sie dann nach der Promotion einschlagen, also ob Sie eine akademische Karriere weiterverfolgen oder in die Wirtschaft gehen, diese Qualitäten, die Sie hier erwerben können, werden Ihnen sehr viel nützen.